Ja, liebe Freunde, servus zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um analoge Dunkelkammer und zwar, wie ihr am Vergrößerer mit Schwarz-Weiß-Kopf mit Multigrade-Papier super tolle Abzüge hinbekommt und wie ihr den Kontrast dafür und die Belichtungszeit perfekt ermitteln könnt. Alles weitere, wie gesagt, nach dem Intro. Ja, wie vorher schon erwähnt, geht es heute um analoge Abzüge zu Hause am Schwarz-Weiß-Vergrößerer. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach, wenn man ein paar kleine Dinge beachtet. Wichtig ist natürlich wie immer das verwendete Papier, die Art des Vergrößerers und natürlich der Kontrast und die Belichtung. Und diese zwei Dinge sind die wichtigsten. Ihr müsst irgendeinen Weg finden, den Kontrast zu ermitteln, dass er nicht zu stark und nicht zu flach ist. Und ihr müsst einen Weg finden, um gleichzeitig die Belichtung, die optimale Belichtung zu ermitteln. Und das ist ein kleines bisschen tricky, weil die Belichtungszeit, die das Papier braucht, um die für euch gute Schwärzung zu bekommen, hängt immer komplett mit dem Kontrast zusammen. Das heißt, wenn ihr den Kontrast erhöht, habt ihr eine komplett andere Belichtungszeit, als wenn ihr ihn flacher macht und so weiter und so fort. Also deswegen gehen wir jetzt in die Dunkelkammer. Ich habe schon alles hergerichtet und dann zeige ich euch einmal, wie man sowas ganz schnell und easy erstellen kann. Ja Leute, im Endeffekt braucht ihr nur einen Vergrößerer. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein Multigrade-Vergrößerer sein. Es gehen auch normale Vergrößerer mit einer Filterschublade. Das haben die alle, wo ihr dann praktisch so von Ilford gibt, die so Multigrade-Filter reinlegen könnt. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ja hier dieses kontrastvariable Fotopapier, das hier belichtet wird. Ich denke, ich brauche da nicht mehr viel zu sagen. Und das geht folgendermaßen. Der Vergrößererkopf hat einen Filter hier, einen Variablen, der ohne Änderung der Belichtungszeiten diesen Kontrast einstellt, und zwar reagiert euer Fotopapier im Endeffekt auf Licht von verschiedenen Spektren, und je nachdem, welches Farbspektrum dieses Licht hat, werden in dem Papier andere Schichten belichtet und der Kontrast wird flacher oder stärker. Und zwar ist es so, wenn ihr, ich zeige das einmal, ich hoffe man sieht das, so ist jetzt kein Filter drin, das Licht ist praktisch hier weiß. Und wenn ich dann hergehe und den Filter einschalte, dann haben wir hier praktisch ein gelbes Licht. Und gelbes Licht bedeutet flacher Kontrast. Und je weiter ich den Kontrast nach oben schraube, desto mehr Richtung Magenta geht dieses Licht. Und hier oben sieht man es schön da drin. Hier mit meinem Finger flacher Kontrast, gelb, steiler Kontrast bzw. starker Kontrast. Hier diese Magentafarbe, und das ist im Endeffekt alles. Das ist das große Geheimnis. Je nachdem, mit welchem Licht ihr das Papier bestrahlt, ändert sich der Kontrast oder nicht. Okay, alles klar. Dann fangen wir mal an. Kornscharfsteller, Fotopapier, Vergrößerungsrahmen, eine Bildbühne mit Negativ einsetzen. Ich habe hier 35 mm heute ein Foto von einer sehr schönen Frau. Und let's begin. Umschalten auf Rot. Bevor es ans Vergrößern bzw. Belichten geht, richten wir uns unsere Chemie her. Rot ist bei mir immer der Entwickler, blau ist bei mir immer das Stoppbad, welches ich auch prinzipiell benutze, und grün, da seid ihr dann sozusagen safe, ist der Fixierer. Wenn wir mit den Vorbereitungen fertig sind, geht es am besten gleich ans Scharfstellen. Ich benutze dafür immer einen Bogen Fotopapier, der bereits belichtet ist als Höhe sozusagen, und dann einen sogenannten Kornscharfsteller, mit dem ich auf das Filmkorn mit 20-facher Vergrößerung scharf stellen kann, offenblendig wohlgemerkt, damit wir dann beim Abblenden die größtmögliche Tiefenschärfe haben. Wenn alles scharf gestellt ist, stellen wir dann am Vergrößerungskopf einen mittelmäßigen Kontrast ein, schalten auf Dauerbetrieb und decken das Bild ab. Wir werden jetzt hier eine schrittweise Belichtung vornehmen, und zwar habe ich hier 4 Sekunden gewählt. Das mache ich meistens so, bin ich am besten damit gefahren. Ihr belichtet sozusagen in 4 Sekundenschritten, welche man dann aufaddiert und an den verschiedenen belichteten Streifen auf dem Bild genau erkennen kann, welche Belichtungszeit man denn braucht bzw. was für einen am schönsten ist. Ja, wir fangen hier an, 4 Sekunden, 8 Sekunden und so weiter und so fort, und alle 4 Sekunden schiebe ich hiermit zur Hilfenahme der laut tickenden Uhr den Karton wieder weiter und decke das Bild ab, schalte den Vergrößerer aus und schon können wir an das Entwickeln gehen. Beim Entwickeln geht er ganz normal vor, wie immer, wieder die Uhr zur Hilfe nehmen. Hier braucht man definitiv keinen Labor
Zähler, denn es kommt hier nicht auf eine Sekunde hin oder her an. Wir nehmen das Papier mit einer schnellen Bewegung in das Entwicklerbad hinein. Ich benutze hier Entwickler von Ilford, Multigrade Entwickler in der Mischung 1+9. Und man sagt immer so, die ganz grobe Regel ist, die Entwicklungszeit entspricht der zehnfachen Zeit, die das Bild im Entwicklerbad braucht, um die erste Erscheinung zu geben bzw. um zu entstehen. Also bis das Bild entsteht, so bis man gerade so irgendwelche Strukturen erkennen kann, die Zeit mal 10 ist theoretischerweise die Entwicklungszeit. Meistens ist es aber so, dass sich bei Raumtemperaturen bei diesen normalen Multigrade-Entwicklern die Zeit meistens nicht über einer Minute bewegt. Ja, wenn wir dann fertig sind, kann man das noch ein bisschen so umdrehen, man muss das nicht machen, in das Stoppbad rein und so ganz grob so lange stoppen, wie ihr entwickelt habt. Und wenn das Stoppbad dann durchgelaufen ist, das Ganze raus, etwas abtropfen lassen und in den Fixierer rein. Und auch hier beim Fixierer ist es so, dass man sagt, ja, bei Raumtemperatur irgendwie eine Minute, das reicht. Ich habe noch niemals länger fixieren müssen und hatte keinerlei Probleme mit Nachentwicklung oder mit nicht genügend fixierten Aufnahmen, dass dann irgendwas mal passiert wäre. Circa eine Minute, auch hier wieder bei mir Ilford Rapid Fix in der Verdünnung 1+9. Ja, wenn wir uns unseren Teststreifen jetzt hier anschauen, dann haben wir jetzt hier 4, 8, 12, immer die Vielfachen von 4. Und man sieht das schön in den Abstufungen hier, von ganz hell nach ganz dunkel. Wir fangen immer bei der Beurteilung des Prints hier von hell nach dunkel an. Und zwar suchen wir uns die Extremen. Wir gehen nicht nach den Mitteltönen und das merkt ihr euch bitte, es ist eine absolute Fehlannahme, dass man nach Mitteltönen belichtet und den Kontrast auswählt. Nein, man macht es immer nach den Extremen der Tonwerte, also hier nach der hellen, nach den Lichtern und nach den Schatten hier unten. Und ich habe explizit dieses Bild ausgewählt, weil man es hier wirklich toll sieht. Und wir schauen jetzt, was kommt zuerst. Schauen wir uns das hier an. Von der Belichtungszeit wären wir hier ungefähr richtig, aber wir haben jetzt hier den Kontrast praktisch. Ich habe den einfach mal mittelmäßig irgendwo ausgewählt und wir sehen jetzt, dass die Höhen praktisch, also die Lichter hier schön langsam Zeichnung bekommen. Und wenn wir hier unten anschauen, ja, da würde ich sagen, das sind wir hier hinten eher bei den Schatten. Die sind hier schon durchzeichnet, aber es ist alles noch ein bisschen matschig. Maximale Schwärzung sehe ich nirgendwo und ich weiß das aber von diesem Negativ. Also ich gehe jetzt hier eher mal da. Wir haben jetzt hier praktisch eine Differenz von hier nach da. Zuerst kommen unsere Lichter und werden hier, kriegen langsam Struktur und bekommen Farbe. Also ich würde mal sagen, maximal alles spätestens hier. Aber wir haben hier erst die Schatten richtig ausgezeichnet und eine schöne Schwärzung vorhanden. Das heißt, wir haben einen großen Unterschied. Es kommen zuerst die Lichter und dann die Schatten. Das heißt, wir müssen den Kontrast jetzt erhöhen. Ich habe jetzt einfach mal auf einen relativ hohen Kontrastwert hier am Vergrößerungskopf eingestellt und gehe nach dem gleichen Prinzip vor wie vorher. Ich lege das Papier ein, belichte, decke ab, mache meine 4-Sekunden-Schritte wieder wie vorher. Denn, was haben wir vorher gesagt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr den Kontrast am Kopf verstellt, verstellt sich bzw. verändert sich auch eure Belichtungszeit. Entwicklung wieder ganz genauso. Einfach das Entwicklerbad so lange drin lassen, bis es ausentwickelt ist und kurz stoppen und dann in den Fixierer. Ja, wenn wir uns diesen Print jetzt hier anschauen, dann sehen wir ganz gut im Vergleich zum oberen Bild, wir haben hier einen wesentlich höheren Kontrast jetzt als Test gewählt und wir sehen, dass die Lichter gerade mal hier, also man kann es fast nicht unterscheiden, die verschiedenen Belichtungsstufen, nur am Rand sieht man es, dass hier schon langsam eine ganz leichte Zeichnung anfängt und dafür haben wir hier in den Tiefen bereits nach 4, 8, 12 Sekunden, ich würde mal sagen, die maximale Schwärze erreicht und es säuft hier alles noch weiter ab. Man sieht auch allgemein, der Kontrast ist viel zu hoch, aber ihr könnt jetzt hier definitiv wieder nach der gleichen Regel gehen. Die Lichter kommen wesentlich später als die Tiefen, somit ist der Kontrast zu hoch, während wir vorher nochmal zur Wiederholung zuerst die Lichter hatten und dann die Schatten, wo der Kontrast dann zu niedrig ist. Und ich denke mal, dass jetzt die Wahrheit irgendwo zwischen den beiden liegen wird. Wir gehen jetzt einmal genau auf den Mittelwert zwischen oberem und unterem Bild. Und ein letztes Mal zu unserem finalen Print nochmal ein Testbild. Gleiche Belichtungsmethode, gleiche Entwicklung wie vorher.
Ja, sehr schön zu sehen ist jetzt hier das Ergebnis des dritten Testes. Ich habe jetzt einen Kontrast zwischen diesem und diesem Foto gewählt und wir sehen hier ganz schön, dass jetzt hier eine Schwärzung beginnt oder eine Zeichnung praktisch in den Höhen und in den Tiefen, praktisch Lichter und Schatten verglichen. Und hier beginnt nach 4, 8, 12 Sekunden eine schöne gleichmäßige Zeichnung von sowohl den Höhen als auch hier den Schatten. Und man sieht bereits hier nach weiteren 4 Sekunden und nochmal 4 Sekunden, ich würde mal sagen, das hier ist ganz schön. Die Höhen sind da gerade so am Zeichnen. Es wird ganz, ganz, ganz leicht grau. Wir haben hier unten schon gut durchzeichnete Schatten und es säuft nichts ab in irgendeiner maximalen Schwärze oder sonstigen. Auch gefällt mir die Belichtung hier besonders gut bei 20 Sekunden. Und dann wird das jetzt eigentlich unser Bild werden. 20 Sekunden bei diesem Kontrast, den wir hier eingestellt haben an unserem Kopf, ergibt dann praktisch dieses Ergebnis. Und ich denke mal, das kann sich ganz gut sehen lassen. Wir haben hier oben natürlich, wie man am Rand sieht, eine ganz leichte Zeichnung in den Lichtern und unten ist alles schön in den Schatten, wie auch die Person selbst ist super dargestellt. Wir haben eine gute Schärfe drin, bedingt durch diesen knackigen Kontrast, der nicht zu stark und nicht zu lasch ist, kommt nochmal so ein bisschen, ja, so eine Art Kontrastschärfe. Der Kontrast beeinflusst ja auch die visuelle Schärfe in einem Bild und ich finde, das kann sich jetzt eigentlich ganz gut sehen lassen und war relativ einfach herauszufinden, ohne großes hin und her.